Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 Rise of the Republic. Und ja, letzte Folge hat die Konföderation uns die Stadt wieder entrissen. Die werden wir jetzt zurückfordern. Also nächste Runde. Ja, diese Runde können wir nicht. Und dann ist noch interessant, warte, das ist unsere, genau, unser Klientel, das sind defensive Verbündete und die haben mit den Rätern da oben einen Pakt. Ja, ich werde auf jeden Fall mit den Pinguinen hier ein bisschen Zoff machen. Jetzt muss ich nur noch mal schauen, wo meine ganzen Spione sind. Die ist da. Die ist da oben. Die schicke ich mal. Wo schicke ich die hin? Schicke ich mal nach da. Die ist auch fertig. Der ist fertig. Der bleibt erstmal da. Die 501. ist da schon mal richtig. Der da marschiert schon nach unten. Der da, was macht der? Ich glaube, da hole ich mir gerade neue Einheiten. Die grüne Legion ist nach oben. Die passt hier noch ein bisschen auf, bevor sie runter marschiert. Und die da passen, glaube ich, hier einfach nur so auf, oder was? Na komm. Löse ich auf. Ach, der gehört auch zu mir. Aber bei denen habe ich ja wirklich keine Probleme mit meinen Männern, ne? So. Gut, dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Taras wird ja jetzt nochmal interessant. Weil Taras ist schon sehr groß. Also es gibt jetzt nur noch eigentlich drei sehr große. Oh, wo geht der denn jetzt? Der will, glaube ich, wieder runter. Militärsabotage. Aber wo? Ah, da drüben, okay. Das kann ich auch, aber ich attentatiere dich. Okay, da. So, wohin gehst du? Du gehst, glaube ich, hier hin. Wieso hat der jetzt sofort 120 Einheiten da drin? Das ist so nervig. Okay, Nahrung habe ich eigentlich schon ganz gut. Öffentliche Ordnung auch. Ja, dann mache ich es gegen Sklaven. So. Dann hier. Warte. Die geht nach unten. Ja, marschiert schon. Der marschiert auch. Hm.
Hier muss ich schauen, dass ich die öffentliche Ordnung hochpushe. 4. Okay. So. Triari und so. Das ist gut. Der geht jetzt mal nach da. Was macht die? Attentat. Entschuldigung. Aber bevor du auf dumme Gedanken kommst. Du, ja, gehst nach da. Dich habe ich schon. Du gehst nach da. Du bleibst da. Du marschierst weiter. Was machst du? Bleibst auch da. Gehst mal dahin und Runde beenden. Wir müssen versuchen, die Fullstack-Armee von dem abzufangen, weil sonst ja. Ja, wollen wir das da, dann. Ja, okay. Ist. Nee, ist klar. Ach hier. Okay, hier habe ich nur. Ja. Wieso habe ich da keine Garnison, sondern nur eine Flotte? Das macht ja eigentlich weniger Sinn, als es Sinn macht. Was macht jetzt Karthago hier? Hä? Ein Kind ist geboren, noch eins. Cool. Ja, und ich komme nicht hin, ne? Karthago ist hier gelandet? Was passiert hier eigentlich gerade? Ich komme hier gar nicht mehr klar. Bauholz. Aber. Warum hatte ich keine Garnison da? Mein Kopf platzt. So, bin ich jetzt echt in Krieg mit Karthago? Ja, interessant. Null. Plus 2, wenn der rausgeht. Minus 12, uiuiui. Minus öffentliche Ordnung, wieso habe ich den gebaut? Okay, dann bleibe ich noch eine Runde hier und dann gehe ich Richtung Süden. Du gehst jetzt. So. Ruckel, ruckel, ruckel. Bis sie da. Alter, was ist denn los? Bis sie hier unten ist, ist sie tot. So. Tausende habe ich noch. Triari mache ich noch. So, Principies. Und noch
nochmal 5 Abilities. Super. Und dann, warte mal. Kann ich noch einen Agent machen? Ja. Nee, da. Super. Ja. Weiter geht's. Passiert gerade echt reichlich viel, aber ich muss natürlich, wenn ich gegen so einen fetten Delfin kämpfe, brauche ich. Der lässt mich jetzt einfach da stehen, oder was? Ist der doof? Alter, sehen die cool aus. Die sehen richtig cool aus. Aber nein, er wird mich nicht besiegen. Also wahrscheinlich schon. Weil die sind ein bisschen besser als meine. Warte, ich will die mal anschauen. Naja. Ah, hier sind die. Heilige Schar. Klingt auf jeden Fall schon mal nach Ramazama. So. Das sind keine Prätorianer hier. Die gab es damals noch gar nicht. So. Los geht's. Oh. Ach, verdammt. Ah, die habe ich voll vergessen. Verdammt. So. Das Gute ist halt, dass er halt Biber. Okay. Dass der halt immer wirklich gleich marschiert. Ja, immer so diese Runde. Unser General wird angegriffen. Na, deren General auch. Schnelles Marschieren, Rhetorianer! Schnelles Marschieren! Schnelles Marschieren! Hey, Bohren! Zu Befehl! Schick die Schreiende Jenseits! Alter, das war eine ziemlich heftige Salve. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Bereit zum Einsatz. Ja, okay. Entschuldigung, dass ich einen Befehl gegeben habe.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So. Dann will ich mal sehen, ob ich ihn einsperren kann. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, ich konnte ihn fesseln, das ist gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja, langsam geht die Munition aus, aber das passt schon. Ich gehe mal noch da. Hier kann ich noch reinschießen. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist gut. Halt noch aus. Sehr gut. Hier ist schön in den Rücken. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Dann Angriff. Und jetzt schön in den Rücken. Das ist schon richtig heftig. Haltet ihr noch? Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Ja. So. Jetzt. Schön in den Rücken. Ja, krasse Schlacht. Also klar, der hat sich wieder ziemlich dämlich benommen. Aber ich hätte nicht gedacht, dass meine Einheiten hier so lange aushalten, bis ich die Klappe zumachen kann. War auf jeden Fall sehr gut. Ja, die heilige Schar ist schon ziemlich standhaft. Also die ist schon ziemlich heftig. So, und jetzt werde ich eine Salve sehen und nicht nur einen. Ah, jetzt ab. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. War schon die ganze Zeit so. Mehr Männer.
jetzt aber. Das ist so krass. Das muss so heftig sein. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Warte, ich will kurz mal das hier sehen. Alter. Schon echt brutal hier. Aufgestellt 1200 gegen 1000, Verluste 370 und 900. Puh. Ja, Heilige Schar war echt nicht schlecht. Die hätten auf jeden Fall. Die hätten auf dem Feld hätten die gewonnen. Weil da ist der immer ein bisschen klüger als in der Stadt. So. Wo sind wir hier? Ah, da oben. Dann marschier mal weiter. Du. Plus 4. Ruhestand. Du marschierst jetzt auch mal los. Minus 8. Plus 4. Ja, das ist in sich schon ein Pendel. Neue Partei gegründet. Risiko 71%, Einfluss 97. Minus 45. Loyalität sichern erstmal. So, 51. Der ist 22 Jahre alt und hat schon graue Haare. Wie wäre es mit einer Heirat? Politischer Ehemann und streitsüchtige Ehefrau. Ja, okay. Ist doch egal. So. Dann schauen wir mal auf die Insel. Was ist eigentlich mit dir verkehrt, hä? Da gehe ich halt wieder da rein. Ihr schaut mal nach oben. Hä? Ach. Gott. Du schaust mal da runter. Du gehst jetzt auch mal da runter. Du bist jetzt Full Stack. Dann gehst mal da rein. Und du, was ruckelt es denn jetzt? Und bildest aus. Sehr schön. Minus 4 öffentliche Ordnung, aber Manufaktur. Ja, das passt schon. Die sind. Genau, die da sind mein Klientel, das ist gut. Wie sieht's denn eigentlich? Horst, der Fabia ist das. Und die Fabia mögen mich nicht so, oder? Ah doch, die Fabia sind ganz in Ordnung. So. Irgendwann bekomme ich dich, ne?
Irgendwann bekomme ich dich. Ah, wir müssen schon wieder Schluss machen, ja? Ja. Dann würde ich sagen, in nächster Runde versuchen wir mal den Karthager aus unserem Land zu schmeißen. Und ja, jetzt haben wir dich. Jetzt haben wir dich. Gut, dann würde ich sagen, also hier haben wir ja alles. Uiuiui. Hier haben wir gar nichts. Verstärkungsrate. Ist aber auch nicht so. Bewegungsreichweite? Kulturell? Zehn Loyalität für alle politische Parteien. Das ist gut. Zwei Nahrung. Okay, dann mache ich die politische Partei, die Loyalität. Dann töte ich dich. Dann würde ich sagen, goodbye. Dann würde ich sagen, goodbye. Ja, komm, schlagen wir die Schlacht. Dann sieht man mal wieder was. Gut. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Es ist zwar nicht viel passiert, aber wir müssen halt alles nach Süden verlegen, um die Delfine platt zu machen. Gut, also bis dann, bye.